Servus und hallo beim Nord-Analog-Show. Heute erzähle ich euch mal von einem guten Bunkerplatz. Und zwar habe ich früher auch zeitweise meinen Hasch in Unterhaching gekauft. Bin rausgefahren zu jemandem, habe es dort dann erworben. Der hat meistens größere Mengen abgegeben. Ne? 250 Gramm Platten, 100 Gramm Platten, ein halbes Kilo. Ja, das ist immer auf Kombi. Und da war es so, dass er das natürlich nicht dauernd zu Hause gebunkert hat. Ist ja wohl logisch, oder? Nicht jeder bunkert so einen Haufen Zeug zu Hause. Also, eines Tages, ich komme zu ihm, will ein halbes Kilo haben, sagt er, Ernst, du musst mitfahren. Wir müssen es holen im Bunker. Und da bin ich jetzt überrascht gewesen, wo der war. Ey. Also, wir sind auf die Autobahn gefahren, Richtung Salzburg. Dann sind wir da an einer Ausfahrt raus und wieder zurück Richtung München. Und auf irgendeiner Zubringerstraße dann, ich weiß es nicht mehr genau, wir sind auf alle Fälle auf einen Forstweg dann eingebogen. Das sind solche Wege für Förster und Jäger und ja, Leute, die halt im Wald arbeiten, die dort mit ihren Autos mal reinfahren müssen. Und jetzt kommt der Trick. Wir sind am genau so gestanden, dass ein bestimmter Geländemerkmal, in unserem Fall war das halt ein Stein, ein großer fetter Brocken, der so im Dreck lag, dass der mit dem Vorderreifen genau übereinstimmt. Und dann fährt er da rein und zählt die Umdrehungen vom Tacho mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bei dem achten, bei der letzten Zahl, als sie auf die achten, also achten rumgesprungen ist, stehen geblieben, Auto aus und dann Schritte abgezählt in den Wald rein und dann bei einem bestimmten Baum unten drunter, da waren dann die Kilos eingebuttelt an dem Tag. Also der hat immer von seinem Dealer gesagt gekriegt, die und die Koordinaten kannst du da abholen. Er ist dann da hingefahren und in dem Tag hat er mich mitgenommen. Und dann haben wir das halt unterm Baum rausgeholt, im Kofferraum rein, waren dann mehrere Kilos und dann sind wir wieder rausgefahren aus dem Wald. Nicht ohne eine fette Tasche mit Bargeld unter dem Baum zu verbuddeln. Tja, an die Verfolgungsbehörden, falls ihr das Video jetzt seht, das Ganze ist schon so lange her, dass es überhaupt nicht rentiert, dem Ganzen nachzugehen, weil es ist schon verjährt, ja? Ich erzähle keine Geschichten, die neu sind, weil ich gar nichts Neues mehr erlebe. Ich baue nicht an, ich deale nicht, ich nehme gar keine Drogen mehr. Das Einzige, was ich noch nehme, ist medizinisches Cannabis. Und habe aber die Erkenntnis, dass das Verbot total unterirdisch ist und dass die Gelder, die Deutschland ausgibt, um das durchzusetzen, an anderen Stellen besser angebracht wäre und die Mitarbeiter, die man dafür benutzt, an anderen Stellen immer noch sehr viel besser eingesetzt werden. Ja, da kann man schon üben an Drogensüchtigen und an Drogenhändlern, aber ganz ehrlich, das gehört in Staatshand und nicht in irgendwelche illegalen Kanäle. Die Kohle, was da versickert hätte, damit kann man Kriege führen. Und nicht wir, sondern damit werden Kriege geführt. Überlegt euch das mal, das muss man nicht mitfinanzieren. Wenn euch gefällt, was ich erzähle, Daumen nach oben, ansonsten Daumen nach unten, aber dann in die Kommentare, warum und wieso. Ansonsten lasst mir ein Abo da. Peace out.